Wahl vertagt. Oh no! Nein! Das Ganze muss auch so sein. Leider sage ich viel zu leise. Nein! Schlagstöcke abgebrochen. Pass, ne? Pass, es ist noch hell. Im Dunkeln spielt ihr schneller? Absolut. Weil dann das Feierabendbier schneller da ist? Das habe ich noch nicht erforscht. Wir probieren das mal aus. Nächstes Jahr, wenn wir wieder auf Tournee kommen, dann werden wir natürlich auch wieder Abendkonzerte geben. Wir haben hier in Magdeburg auf der ersten Tournee schon ein richtig tolles Konzert gespielt im Alten Theater. Das war sehr, sehr schön. Das war wirklich schön. Da waren auch ein paar Leute von euch da. Ich sehe vertraute Gesichter. Und wir werden nächstes Jahr wieder auf Tournee gehen. Und im nächsten Jahr werde ich dann auch wieder zu meinen Tourkonzerten mein Instrument mitbringen. Denn ich habe extra Gitarre spielen gelernt für einen meiner Ex-Schatzis. Und in jedem Konzert widme ich ihm ein Lied, meinem Ex-Schatzi. Und ich habe mir dafür eben auch eine wunderschöne Gitarre gekauft, auf der ich diese vier Akkorde, die ich für meinen Ex-Schatzi gespielt habe, immer die habe ich darauf gelernt. Heute habe ich aber den Manuel dabei, der viel besser und schöner Gitarre spielen kann als ich. Vor allem sieht er auch noch so fantastisch aus, oder? Einen großen Applaus für Manuel Lopez! Und ich würde jetzt gerne auf deiner Gitarre, Lopi, meine vier Akkorde vorstellen, die ich gelernt habe, die ich nächstes Jahr auch wieder auf meiner Kummergitarre, übrigens, meine Gitarre ist die Kummergitarre, spielen würde. Ist das okay? Wir spielen jetzt zusammen. Du greifst das, ich spiele das sehr gut. Wir spielen jetzt für euch zuerst ein D. Du. Also du, Ex-Schatz, ne? B. Du. B. Ist du. Bist du. Ein. E wie ein. A. Ex-Schatzi, D-B-E, du bist ein? Arschloch. Hell sehen, ne? Sehr gut. Musst dir nicht den Mund zu halten. Du kannst das einmal richtig laut rausbrüllen mit allen anderen hier zusammen. Das ist deine Aufgabe für die nächsten 3 Minuten. Das hast du genau richtig gemacht, wirklich. Einen großen Applaus, bitte. Denn in den nächsten 3 Minuten werdet ihr alle bitte das